Es ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Finanzierung und Leasing ohne Zinsen möglich. Check. Wartungspakete ab 9,90 Euro im Monat. Check. Auto Elitsch, da stimmt einfach alles. Und on top im Februar, Winterkompletträder für viele Gebrauchte gratis dazu. Auto Elitsch kann ich nur empfehlen. 8-mal in Ostsachsen. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 16. Februar. Das Wochenende steht vor der Tür und wir versorgen Sie noch einmal mit aktuellen Meldungen. Wir starten mit einem Lückenschluss in der Bautzener Altstadt. In der Bautzener Altstadt haben vorbereitende Arbeiten für den Bau einer neuen Wohnanlage für Senioren begonnen. Sie soll auf der bisherigen Freifläche an der Einmündung Boglehn-Münzgasse entstehen und einmal 34 Wohnungen bieten. Zudem sind eine Tagespflege und eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke vorgesehen. Mit dem Neubau verschwindet eine der letzten Baulücken im Altstadtbereich. Gegenwärtig finden dort archäologische Untersuchungen statt, da der Bereich einer der Brennpunkte in der Bautzener Stadtgeschichte ist. In unmittelbarer Nähe sanieren dieselben Investoren und Architekten übrigens das sogenannte Klosterhaus an der Petrikirche, in dem ebenfalls seniorengerechte Wohnungen entstehen sollen. Am Donnerstagnachmittag kam es an der Kreuzung Neuwiese-Bergen erneut zu einem Unfall. Eine Mitsubishi-Fahrerin wollte die Staatsstraße in Richtung Bergen überqueren und hatte dabei offenbar einen Transporter übersehen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Colt auch noch gegen einen Citroën. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe wird mit 6.000 Euro angegeben. Auf der S94 am Abzweig Nebelschütz hat die Polizei am Donnerstag die Geschwindigkeit kontrolliert. Von mehr als 750 gemessenen Fahrzeugen waren 31 zu schnell. Spitzenreiter war ein Ford-Fahrer mit Leipziger Kennzeichen. Er passierte die 70er-Zone bei 141 km/h. Er darf mit einem Bußgeld in Höhe von 680 Euro, 3 Monaten Fahrverbot sowie 2 Punkten in Flensburg rechnen. Zu einem Lkw-Unfall kam es am Freitagmorgen auf der A13 bei Klettwitz. Ein tschechischer Transporterfahrer war aufgrund eines Sekundenschlafes auf einen italienischen Sattelauflieger aufgefahren. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe wird mit rund 15.000 Euro angegeben. Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag machten sich Unbekannte an den Staubsaugerautomaten einer Tankstelle an der Hoyerswerder Straße in Bernsdorf zu schaffen. Sie öffneten die Automaten und nahmen darin vorhandenes Bargeld an sich. Wie viele Münzen sich in dem Automaten befanden, konnte von den Betreibern noch nicht beziffert werden. Die Hoyerswerder Stadtverwaltung weist auf das Begrüßungsgeld für Babys hin. Die Richtlinie ist zum 1. Januar in Kraft getreten und gilt für Eltern, deren Kinder ab dem 1.7.2017 zur Welt gekommen sind. Das Begrüßungsgeld beträgt 250 Euro. Gezahlt wird es in 2 Raten nach dem 6. und 9. Lebensmonat. Voraussetzung ist, dass die Eltern des Kindes ihren Hauptwohnsitz in Hoyerswerda haben. Die Anträge für den finanziellen Zuschuss können im Bürgeramt gestellt werden. Auf der Stadtseite hoyerswerda.de im Bürgerservice ist auch das Formular online abrufbar. Mit exakt 144.613 Tieren sind in diesem Jahr bei der Aktion Stunde der Wintervögel wieder mehr gezählt worden als 2017.
zurückziehen. Das teilte der Naturschutzbund Sachsen jetzt mit. Damit sei man wieder zurück auf normal, was die Vogelbestände betrifft. Denn 2017 war ein negatives Ausreißerjahr, in dem vermutlich aufgrund der klimatischen Bedingungen weitaus weniger Tiere beobachtet wurden als sonst, heißt es in der Auswertung. Am häufigsten wurde in diesem Winter am Freistaat der Haussperling gesichtet, gefolgt von der Kohlmeise und dem Feldsperling. Fast 5.900 Vogelfreunde hatten sich an der Zählung im Januar beteiligt. In der nächsten Woche wird eine weitere Ausgabe des Lausitzer Almanach herausgegeben. In Band 11 geht es wieder um verdienstvolle Persönlichkeiten, aber auch 175 Jahre Wildner Weinbrennerei oder die Kamenzer Töpfereigeschichte Fritz Schuppan werden vorgestellt. Lesenswert dürften die Parkgeschichten von Bischheim und Bad Muskau sein, so Chefredakteur Dieter Rostowski. Weitere Beiträge stellen unter anderem das Wolfsdenkmal in der Lausnitzer Heide oder die Mühlengeschichte im Oberland vor. Für die Radsportfreunde ist sicherlich die Erzählung über eine Begegnung mit Teve Schur oder die Geschichte der Gersdorfer Straßenradrennen mit nationaler und internationaler Beteiligung von Interesse. Das Buch wird am Donnerstag, den 21. Februar um 16.30 Uhr im Kamenzer Stadttheater öffentlich vorgestellt. Zahlreiche Autoren werden vor Ort sein. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Mit dem Thema Legionellen befassen wir uns nach einer kleinen Unterbrechung. Bei der Wohnungsgesellschaft in Hoyerswerda sind zwei Blöcke bei aktuellen Untersuchungen positiv getestet worden. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Liebe Zuschauer, Vermieter sind gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig ihre Trinkwasserleitungen auf Legionellen zu kontrollieren. Dass das nötig ist, zeigt sich immer dann, wenn Befunde positiv sind. So wie jetzt bei der Hoyerswerda Wohnungsgesellschaft. Deshalb an meiner Seite die zuständige Mitarbeiterin Silvia Heiderich. Frau Heiderich, Legionellen, was sind das eigentlich? Legionellen sind Bakterien, die im Grundwasser und im Oberflächenwasser vorkommen und eigentlich immer im Wasser drin sind. Wie kommen sie in unsere Leitung dann rein? In die Leitung unserer Wohnhäuser kommen sie dadurch, dass der Versorger das Trinkwasser zur Verfügung stellt und durch unsere Leitung in den Wohnhäusern durchleitet. Und dadurch sind diese Bakterien erstmal in der Leitung drin. Wie sieht es eigentlich aus? Sie sind also irgendwo immer vorhanden? Sie sind immer vorhanden in gewissen Konzentrationen. Es gibt aber Grenzwerte und Richtwerte, die besagen, dass eine gewisse Konzentration oder Überschreitung einer gewissen Konzentration zu Krankheiten führen kann. Deswegen werden von uns geeignete Maßnahmen ergriffen und auch es ist entsprechend der Trinkwasserverordnung festgelegt, dass in gewissen Abständen, das sind 3 Jahre, alle unsere Anlagen, die eine zentrale Warmwasserbereitung besitzen, auf Legionellen untersucht werden. Nun ist es so, Sie sagten gerade selber, Sie sind immer da. Wie kommt es denn zu so einem, ich sag mal, größeren Anstieg von diesen Bakterien? Ja, der Anstieg der Bakterien kann dadurch erfolgen, dass Mängel in der Warmwasserbereitungsanlage existieren. Das heißt, es sind nicht die korrekten Reglereinstellungen gewählt worden. Es gibt Vorgaben, dass das Warmwasser am Speicheraustritt mit 60 Grad in die Wohnung geführt werden muss und nicht kälter als 55 Grad über die Zirkulation in den Speicher zurückfließt. Das gewährleisten wir durch eine funktionsfähige Zirkulationspumpe, die das Wasser ständig im Umlauf führt
und durch Reglereinstellungen, die so hoch gewählt werden, dass diese Sollwerte immer erreicht werden. Parallel dazu ist es aber so, dass ja das Wasser durch die Stränge in die Wohnung fließt und in der Wohnungsverteilungsleitung als Stichleitung zu den Armaturen in Bad und Küche auch ein Wasserinhalt enthalten ist, der steht, wenn die Mieter nicht Wasser abnehmen, regelmäßig. Also ist auch das Nutzerverhalten der Leute entscheidend dafür, dass ein Legionellenbefall ausgeschlossen werden kann oder auch in nur eine sehr geringe Kontamination, die als nicht gefährlich eingeschätzt wird vom Gesundheitsamt, auftreten kann. Das heißt also, ich sollte als Mieter durchaus mal darauf achten, wenigstens ein-, zweimal am Tag ein bisschen ordentlich das heiße Wasser laufen zu lassen. Ich sollte als Mieter den regelmäßigen Wasseraustausch gewährleisten. Das ist nicht immer der Fall und es ist auch immer, ist nicht immer einzurichten, weil viele Mieter sind auf Montage, haben eine längere Abwesenheit durch Urlaub, sind in den Gärten. Daraufhin haben wir unsere Mieter schon im Jahre 2010 ungefähr darüber informiert, dass sie bei längerer Abwesenheit in diesen Fällen, die ich gerade genannt habe, ihre Wohnung bei Wiederkommen spülen müssen und haben dazu auch Anweisungen gegeben, wie zu spülen ist, in welcher Länge und in wie oft, damit dieser Wasseraustausch gewährleistet ist, weil wir ja nicht als Vermieter in die Wohnung rein können und diesen Austausch gewährleisten können. Ja, das ist nicht möglich. Wir können ja die Wohnung nicht wegen der Wasserabnahme betreten. Mhm. Parallel dazu haben wir schon seit 2007 Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene ergriffen und führen die seitdem jährlich durch. Das heißt, wir machen jährlich eine Trinkwasserwartung, um diese Hygiene zu gewährleisten. Das heißt, wir kontrollieren die Zirkulationsnetze auf Einstellung der Armaturen. Wir reinigen die Warmwasserspeicher einmal im Jahr. Und wir appellieren an diese Leute oder an die Leute immer wieder. Durch Mieterzeitungsartikel hatten wir schon öfters Mieterzeitungsartikel da drin, an ihre Mitwirkungspflicht. Weil wir haben es nicht in der Hand, wie der Mieter Wasser abnimmt. Mhm. Im eigenen Interesse der Gesundheit und weil Trinkwasser das Lebensmittel Nummer 1 wird immer wieder deklariert und auch definiert, wie es sein soll, zum Schutz der Gesundheit eben das gewährleisten müssen. Wenn nur Befunde wie jetzt positiv sind, wie sollte sich der Mieter verhalten? Ist nun eine größere Gefahr im Anzug? Der gegenwärtige Befund, den wir haben, wird als mittlere Kontamination eingestellt. Befallen waren in, das ist eine Doppelanlage, also betrifft zwei Häuser, die über eine Heizungsstation und Warmwasserstation versorgt werden. Dort waren 6 Fälle. Wir haben uns auch als Wohnungsgesellschaft, das möchte ich nochmal einflechten, dazu entschlossen, alle Stränge in einem Wohnhaus zu beproben, weil wir Erfahrungen haben seit 2012. Dort haben wir das erste Mal die Trinkwasserbeprobung durchgeführt, dass das Nutzerverhalten, wie ich erst geschildert habe, auch Einfluss hat auf Legionellenbefall. Zu beproben, weil eigentlich in der Trinkwasserverordnung nur gesagt wird, der Speicher ein- und austritt und repräsentative Probenahmestellen. Und das sind eigentlich die entfernt liegenden Stränge. Wenn aber durch Abwesenheit einiger Mieter manche Stränge gar nicht mitlaufen, weil der oberste gar kein Wasser abnimmt und zapft, dann ist auch ein naheliegender Strang, kann dann auch zum Entferntesten werden, so sage ich mal. Ja. So, und in diesem Fall haben wir gleich an dem Tag, wo die Befundprüfung bei uns vorlag, Maßnahmen ergriffen. Wir haben die betreffenden Leute mittels Brief informiert, haben sie zum Spülen aufgefordert, haben unsere Anlage nochmal überprüft hinsichtlich der Einstellung. Die Zirkulationspumpe wurde auch überprüft. Dort wurde festgestellt, dass sie nicht mehr regelmäßig läuft. Wir vermuten, dass das auch der Grund dafür war, dass dort Legionellenbefall aufgetreten ist. Es bestand aber keine Kontamination in der Höhe, dass das Gesundheitsamt das sofort auch über diesen Fall informiert wird. Dazu haben wir als Betreiber die Pflicht, die Anlage gesperrt hat oder ein Duschverbot ausgesprochen hat. So eine Konzentration war nicht. Es gibt
ist dann erst bei 10.000 kiloninbildenden Einheiten der Fall oder bei höheren Kontaminationen über 1.000. Mhm. Dort sagt das Gesundheitsamt, gibt uns vor, welche Maßnahmen zu ergreifen sind zum Schutz der Gesundheit der Leute. Mhm. Ich würde noch mal kurz auf meine Frage zurückkommen. Mhm. Wie gefährlich ist denn wirklich so ein Befall? Sollte ich jetzt Obst und Gemüse nicht mehr mit dem Wasser, Nein. sondern mit abgekochtem Wasser? Also das Wasser kann man trinken, man kann Legionellen trinken, ohne irgendwie daran zu erkranken. Oder es gibt da auch keine Krankheitsbilder in dem Sinne. Geprüft wird aber auch eine kurzfristige Lösung mit Containerbauten auf einer Freifläche im Ortsteil, beziehungsweise längerfristig auch der Neubau einer Kita, so der OB. Der künftige Betriebskindergarten ist mit einer Kapazität von 30 Plätzen vorgesehen und soll von der AWO betrieben werden. Die Stadt hat bereits erklärt, dass sie nicht in der Lage sei, die Betriebskosten für eine solche Einrichtung zu tragen. Zählt dann als mögliche Gefahrenquelle. Die Kammitzer Stadtverwaltung informiert über drei Straßenbauvorhaben in diesem Jahr. Zum einen soll der dritte Bauabschnitt zur Erschließung des Bereichs Saar-Goethe. Wenn man solche Symptome bemerkt bei sich, sollte man überlegen, ob man wirklich den Arzt aufsucht und auch die Symptome bekannt gibt, ob man jetzt länger weg war oder sich im Urlaub irgendwo angeschissen, ist auch möglich. Also wenn man solche Symptome bei sich merkt und weiß, man hat längere Zeit nicht die Leitung selber gespült, sollte man sich schon an den Arzt wenden. Mhm. Frau Heiderich, Sie sagten gerade beim Duschen, nun war ein Befall, nun sollen die Leute spülen. Kann man sagen, so nach 3, 4, 5 Tagen, alles ja, wieder gut? Wir geben die Vorgabe 3 Tage, 3 bis 5 am Tag, 5 Minuten das Warmwasser in allen Armaturen auf die Stellung heiß, das ist Stellung ganz links, einzustellen und die Leitung gründlich zu spülen. Wenn ein Duschverbot ausgesprochen wird, das legt immer das Gesundheitsamt fest. Also wir informieren das immer unverzüglich und sie geben uns Empfehlungen und Hinweise, beziehungsweise wir sagen, was wir schon unternommen haben und vorschlagen und sie bewerten das dann. Also alles in allem noch relativ harmlos, die ganze relativ Sache, die jetzt... harmlos, dieser Befund. Wir machen das ja schon jetzt das dritte Mal seit 2012. Und haben eigentlich gute Erfahrungen. Also wir haben sehr geringe Befälle gehabt. Haben dann immer, meist war es das Nutzerverhalten. Deswegen haben wir dann auch Artikel in die Mieterzeitung gesetzt und versucht, über diesen Weg die Leute zu informieren. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil ja nicht alle die Zeitung doch nicht lesen. Und haben auch in diesem Jahr, bevor wir wieder mit dieser Beprobung angefangen haben, wir sind im Moment in der Altstadt und haben ungefähr 38 Häuser bis jetzt beprobt, haben jetzt in dieser Zeit den ersten Befall und bis jetzt den einzigen, die Leute im Vorfeld informiert, dass sie anwesend da sein sollen, dass sie, was es eben für Risiken geben kann, dadurch, dass sie nicht da sind, und haben auch immer an die Mitwirkungspflicht der Leute appelliert. Und möchten das auch jetzt noch mal tun, weil, wie gesagt, lange Ablaufzeiten warm Wasser können ein Hinweis dafür sein, dass es Mängel in der Anlage gibt. Das ist eigentlich auch der Ziel dieser Untersuchung, dass wir Mängel in unseren Anlagen aufdecken, um solche Fälle auszuschließen. Es ist nicht Ziel der Untersuchung, diese legionellen Freiheit nachzuweisen, sondern unsere Anlagen auf Vordermann zu bringen, damit die Gesundheit gewährleistet wird. Frau Heiderich, ich danke für die Beantwortung der vielen Fragen und ich hoffe, wir konnten jetzt die eine oder andere Frage auch der Mieter klären. Bitte. Und damit willkommen zurück zu Ihren Nachrichten. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Was sportlich am Wochenende ansteht, hat Lars-Henrik Wacker für Sie zusammengefasst. In der zweiten Eishockeyliga spielen die Lausitzer Füchse am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den tabellenletzten Tölzer Löwen. Nach der 1:2 Niederlage im Penalty-Schießen gegen die Bietigheim Steelers am Dienstag wollen die Jungs aus Weißwasser unbedingt gewinnen, um die Chance auf die Pre-Playoffs zu wahren. Spielbeginn ist um 17 Uhr, zuvor findet ab 14 Uhr ein Familientag mit Spielmöglichkeiten für die Kleinsten in der Eisarena statt. In der NOFV Oberliga Süd hat das Warten auf die Rückrunde ein Ende. Der Bischofswerdaer Fußballverein geht als Tabellenführer in das neue Spieljahr und trifft am Samstag im Wesenitz-Sportpark auf den VfB Grieschow. Für die Jungs von Trainer Erik Schmidt zählt nur ein Sieg gegen den 14. der Tabelle. Anpfiff ist um 13 Uhr.
Und auch der SV Einhard Kammens ist im Einsatz. Am Sonntag geht es zur zweiten Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena. Anstoß ist auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld, ebenfalls um 13 Uhr. Innerhalb unserer Reihe zum 7-Minuten-Filmfestival der Hoyerswerder Kulturfabrik zeigen wir Ihnen gleich den Streifen Wassermann. Neben der sorbischen Legende gibt es schöne Aufnahmen aus Großneider. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Großneider auf Sorbisch Vulkanidde ist ein kleines Dorf bei Hoyerswerda. Das Wort Neider bedeutet auf Deutsch so viel wie nimmermehr wird etwas draus. Das stammt aus der Zeit, als Großneider gegründet wurde, da niemand daran glaubte, dass dieses Dörfchen bestehen bleiben würde. Neider ist nämlich von Flüssen umgeben und so war es häufig der Fall, dass das komplette Dorf überflutet wurde. Die Menschen erklärten sich diese Ereignisse mit dem Wassermann. Der Wassermann, Wodne Musch, auch Nix, ist eine Sagenfigur der Lausitz. Wassermänner leben in allen möglichen Gewässern dieses Gebiets. In Flüssen, Seen und Teichen warten sie, dass Menschen vorbeikommen und versuchen, diese zum Baden zu verleiten, um sie dann zu ertränken. Viele Wassermänner halten sich auch gerne bei Mühlen oder Wasserrädern auf, da das Wasser an diesen Stellen stark ist und sie von ihrem musikalischen Sinn zu den rauschenden und plätschernden Stellen hingezogen werden. Der Wassermann ist äußerlich von den Menschen nicht zu unterscheiden. Solange er an Land ist, ist er schutzlos und leicht zu fangen. Sollte das einem gelingen, kann man ihn als Diener behalten. Auch seine Kinder sind von den Menschen kaum zu unterscheiden. Sie spielen zusammen mit den Menschenkindern und gingen in früheren Zeiten auch oft auf Tanzveranstaltungen. Allerdings kann man seine Töchter daran erkennen, dass ihr Rock einen nassen Saum hat. In seiner wahren Gestalt ist der Wassermann überaus hässlich, hat ein bleiches Gesicht und schwarze schulterlange Haare. Er trägt braun-gelbes Leder und auf dem Kopf ein rotes Käppchen. Seine Frau stattdessen trägt rote Socken. Der Wassermann ist ein grausames, hinterlistiges und brutales Geschöpf, wird aber auch als hilfsbereit gegenüber den Armen und gut befreundet mit den Dorfbewohnern beschrieben. So kam es früher auch oft vor, dass der Wassermann den einen oder anderen regelmäßig besuchte. In der Großneiderer Mühle, der Kummelmühle, kam in früheren Zeiten abends oft der Nix zu Gast. Jeden Abend, wenn er die Stube betrat, grüßte er höflich. »Guten Abend, Müller!« und machte sich daran, die Fische, die er immer in einem großen Netz mitbrachte, zu schlachten und sie im Kessel des Müllers zu kochen. Den Müller ärgerte das, doch hatte er nicht den Mut, den Nix zu bitten, nicht mehr zu kommen. Doch dieses Problem sollte sich von alleine lösen. Es begab sich nämlich, dass ein Bärenführer, wie es sie zu dieser Zeit zu Hunderten gab, mit seinem zahmen Bären an die Kummelmühle kam und darum bat, die Nacht dort verbringen zu dürfen. Da der Müller ein überaus gutes Herz hatte, konnte er diese Bitte nicht abschlagen. Am späten Abend kam, wie jeden Tag, der Nix und begann seine Fische zu schlachten. Als der Nix gerade die Fische kochte, witterte der Bär den Geruch und als er den Fisch sah, zog er sich einen heraus, um ihn zu verspeisen. Der Nix nahm sich den Kochlöffel und drohte dem Bären damit und sprach, »Katz, geh auf deinen Platz!« Der Bär reagierte aber gar nicht darauf und zog sich noch einen weiteren Fisch aus dem Topf. Voller Wut schlug der Nix den Bären mit dem Rührlöffel auf die Pfoten. Daraufhin stürzte sich der Bär auf den Nix und kratzte und biss ihn. Nur mit Mühe schaffte es der Nix von dem Bären zu fliehen und sprang zerschunden, zerkratzt und voller Schmerzen zurück ins Wasser. Nach einer langen Zeit traute sich der Nix wieder zum Müller und schaute vorsichtig durch die Tür herein.
Guten Abend, Müller. Ist eure böse Katze wieder da? Fragte er vorsichtig. Gewiss, und sie hat auch noch 9 Junge bekommen, antwortete Müller gerissen. Dann leb wohl, sagte Nix angstvoll und verschwand. Seitdem ließ er sich nie wieder in der Nähe der Kummelmühle blicken. Heute sitzt auf dem Dach des Hauses, das einmal die Kummelmühle war, eine Figur des Wassermanns, die an diese Geschichte erinnert. Elsterwelle Kalenderblatt. Am 17. Februar 1705 bekam Reichsfürstin Katharina von Teschen die Herrschaft Hoyerswerda als Pfand für einen Kredit in Höhe von 250.000 Reichstalern überschrieben. Im Juli dann erblich und eigentümlich zugesprochen. Im April kam sie dann erstmals in dem Ackerbürgerstädtchen an. 1727 ließ die Reichsfürstin das Schloss umbauen und 3 Jahre später eine Wasserleitung von Bröten dorthin verlegen. 1737, also 10 Jahre später, verkaufte die Teschen Hoyerswerda wieder für ebenfalls 250.000 Reichstaler an den Sohn August des Starken. Ihre Herrschaft brachte die Stadt und Dörfer herum deutlich voran. Vor allem das Handwerk erblühte unter ihrem Einfluss. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Der Modellbauclub Hoyerswerda begeht in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und lädt an diesem Wochenende zur Modellbauausstellung in den Saal der Gaststätte zum Grünen Kranz in Zeisig ein. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 17 und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Am Samstag ist von 14 bis 22 Uhr großer Nachtflohmarkt in der Niederlausitzhalle in Senftenberg. Egal ob Händler oder Hobbytrödler, jeder kann bei diesem Spaß für die ganze Familie dabei sein. Das Team vom Jugendclub aus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda veranstaltet am Samstagnachmittag eine Querbeet-Party für Jugendliche und Teens, Beginn 15 Uhr. Live-Musik gibt es am Samstagabend im Irish Pub Black Raven in der Hoyerswerda Einsteinstraße. Zu Gast ist die Leipziger Band Helmet Duty. Konzertbeginn ist 21 Uhr, der Eintritt ist frei. Zum Sonntag. Zu einer Wanderung im Hoyerswerda Revier kann sich am Sonntag dem Lausitzer Wanderverein angeschlossen werden. Treff für die rund 15 Kilometer lange Tour ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz Bonnefer Straße in Hoyerswerda. Ein Skatturnier findet am Sonntag in der VBFF Begegnungsstätte Lichtblick in der Huttenstraße in Hoyerswerda statt. Der Skatclub Glück auf lädt dazu ab 10 Uhr ein. Das Zuse Computermuseum ZCOM in der Bonnefer Straße in Hoyerswerda hat am Sonntag von 10.30 Uhr bis 16 Uhr Schauvorführungen für Kinder und ihre Eltern im Programm. Zum Aktionstag für die ganze Familie wird am Sonntag in das Elementarium des Museums der Westlausitz in Kamenz eingeladen. Von 11 bis 17 Uhr kann man sich dabei auf Entdeckungstour durch die bunte Welt unserer Vorfahren begeben. Und innerhalb der diesjährigen KUFA Wintermärchenreihe gibt es am Sonntag im Bürgerhaus in der Braugasse 1 in Hoyerswerda ein Zauberprogramm für Kinder zwischen 4 und 11 Jahren. Los geht es um 15.30 Uhr. Nachts leicht bewölkt, bei Tiefstwerten knapp unter dem Gefrierpunkt. Am Samstag teils trübe durch Nebel oder Hochnebel, es gibt wenig Auflockerungen, soll aber weitgehend trocken bleiben. Am Sonntag dann wechselnd bewölkt. Die Höchstwerte an beiden Tagen können 5 Grad erreichen. Am Montag wolkenreich mit etwas Regen bei 4 Grad, am Dienstag wolkig mit Auflockerungen und nur noch 2 Grad maximal. Auch am Mittwoch und Donnerstag leichte Schauerneigung, aber auch freundliche Phasen, nachts zumeist leichter Frost. Und das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag. Das gesamte Team wünscht ein schönes Wochenende. Am Montag sind wir wieder mit aktuellen Meldungen für Sie da. Ich freue mich, wenn Sie einschalten.